Wir wollten eigentlich wissen, wie denkt die Gesellschaft darüber, über ein Verbot der Beihilfe zum Suizid in Deutschland? Und die Evangelische Kirche im Norddeutschen Rundfunk und die Evangelische Zeitung hat wieder Emnet damit beauftragt, das bundesweit und repräsentativ abzufragen. Und das sind die Ergebnisse. Wir haben gefragt, darf es organisierte Sterbehilfe geben? Ja, gewerbliche Sterbehilfe sollte generell zugelassen werden. Das sagen 19%. Nein, gewerbliche Sterbehilfe sollte generell verboten werden. Das sagen auch nur 12%. Und jetzt kommt die Überraschung. Nur Ärzte sollen Sterbehilfe leisten. Dafür ist eine große Mehrheit von 65%. Herr Schneider, das hat mich schon ein bisschen verwundert, so eine klare Aussage, die ja einerseits sagt, Sterbehilfe soll es geben und es soll sie vor allen Dingen durch Ärzte geben, denen man anscheinend groß vertraut. Im ersten Gesetzentwurf der Bundesregierung stand das auch noch drin, aber sowohl die Kirche wie auch die Ärzte selber, Sie haben Montgomery schon erwähnt, sind dagegen Sturm gelaufen. Warum eigentlich? Ja, weil die Ärzte sagen, wir sind dazu da, dem Leben zu dienen und Leben zu erhalten. Sterben zu erleichtern, aber nicht das, den Tod zu bringen. Dazu sind wir eben nicht da, sondern wir sind am Leben orientiert. Das entspricht ja auch grundsätzlich der Ethik, die ich auch vertrete. Aus diesem Grunde ist das so. Bei Exit erhält die Hälfte der Menschen, die den Freitod wählen, das Rezept für das tödliche Mittel von dem Arzt, dem Hausarzt, mit dem sie schon seit Jahren vertraut sind. Das heißt, das sind Ärzte, die den Patienten sehr gut kennen und genau wissen, wie es ihm geht und die am besten beurteilen können, ob jetzt dieser Mensch urteilsfähig ist, ob der Wunsch wohl erwogen ist, ob er konstant ist und ob kein Einfluss von dritter Seite da ist. Das hat ja auch das Schweizerische Bundesgericht so festgelegt. Das Schweizerische Bundesgericht, das höchste Gericht in der Schweiz, hat als erstes höchstes Gericht weltweit gesagt, es gibt ein Recht auf den Freitod und Freitodhilfe unter der Voraussetzung, dass ein Arzt feststellt, dass diese vorher genannten vier Faktoren vorhanden sind. Ärzte haben sicherlich einen enormen Vertrauensstatus dann auch bei den Bürgern und nicht nur bei den Patienten, sodass sie sicherlich sagen, die technische medizinische Durchführung macht am besten einen Arzt. Aber ich glaube, es ist nicht zu Ende gedacht, welche Verantwortung man dann dem Arzt aufbürdet. Er muss ja nicht nur durch ein 5-Minuten-Gespräch über einen längeren Zeitraum ermitteln, ist da wirklich ein ernstzunehmender Wunsch, wirklich zu sterben? Oder es ist Liebeskummer und nach 3 Tagen ist die ganze Geschichte, wird sie anders gesehen? Sind es wirtschaftliche, bedrückende Verhältnisse, die vielleicht in 14 Tagen wieder anders beurteilt werden? Das kann der Arzt, glaube ich, auch nicht leisten, um dann die Entscheidung zu treffen, jawohl, ich trete dem näher. Wir dürfen die Ärzte da wirklich nicht überfordern.